Gerne lesen wir in Opern, Operettenführern, die Operette sei die etwas kleinere, etwas heiterere und etwas belanglosere Schwester der Oper. Das ist eigentlich nicht so. Ich glaube, die Operette ist ein ganz eigenständiges Genre, wo es wirklich um Kabarett, Satire, Tanz, Unterhaltungstheater geht. Im Eigentlichen geht es im Stück schon um die Stellung der Frau, um die Selbstbestimmung der Frau. Und da werden wir schon mit den ersten Takten in eine Welt geschleudert, in der Frauen Dekorationsobjekte, Lustobjekte, Arbeitskräfte sind. Und plötzlich tritt diese Hanna Glavary auf als selbstbestimmte Frau und kritisiert das alles heftig und stellt das in Frage. Wie lange arbeiten Sie schon für Gesellschaft? Etwa 4 Monate. So, und was haben Sie bisher alles für uns getan? Gar nichts. Sehr gut. Ich weiß eine bessere Beschäftigung für Sie. Bitte keine Arbeit, Exzellenz. Nein. Ein Vergnügen. Sie sollen heiraten. Heiraten? Ja. Exzellenz, sprechen doch von Vergnügen. Das Vaterland verlangt es von Ihnen. Ja.